Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. Neue Aufnahmesession. Ich habe schon hier ein bisschen noch Dinge getan, und zwar eine neue Kiste gebaut, um den ganzen Stuff noch reinzulagern, und habe noch drüben ein bisschen das Häuschen abgebaut auf der alten Plattform, wo wir das letzte Mal waren. Und jetzt sind wir ja auf dem Weg zu den Ausrufezeichen. Allerdings muss ich auch noch mal den Köder absenken. So. Und wir fahren geradewegs auf ein Ausrufezeichen zu. Allerdings haben wir hier noch mal eine Pflanzenplattform. Und noch mal eine normale, dann müssen wir noch mal stehen bleiben, damit wir nee, nicht konsumieren, nehmen. Damit wir noch ein paar Ressourcen holen können. Ich musste meine Staubmotte, die ich hatte, essen, weil ich diese Photophobie hatte. Und ziemlich Schaden gekriegt habe, wenn ich in die Luft geguckt habe. Können wir denn hier irgendwas abbauen? Oh. Das ganze Ding ist zusammengefallen, nur weil wir da das Bällchen, den Turm weggenommen haben. Da hinten haben wir noch einen Turm. Den kann ich so scheinbar nicht wegnehmen. Ich will aber wissen, was passiert. Nein, wir sind ja auch ein bisschen hier zum Erkunden. Und nicht nur, um von A nach B zu fahren, nicht wahr? Das scheint nicht zu funktionieren. Ist das buggy oder was? Das funktioniert. Nur das nicht. Das ist ein wenig komisch. Wir fahren mal hier so durch und dann nach rechts. Ja, genau. Versuch macht klug. Das eine Ecke, wo es nimmt. Ach, schau, das ganze Ding fällt jetzt in sich zusammen. Oh je, es fängt schon wieder an zu regnen. Also das Wetter, finde ich, ist ein bisschen sehr mäh. So. Noch die Sachen mitnehmen. Oha. Da haben wir, glaube ich, nichts. Weil das sind nur diese Art Baukräne, die wir zerlegen können. Habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt haben wir aber ordentlich Metall dazu gekriegt. Das finde ich gut. So. Na, dann. Machen wir uns mal auf nach geradeaus, wollte ich gerade sagen. Ich sehe zwar nicht viel, aber ich würde zu diesem Turm noch mal hinwollen. Das ist, glaube ich, dieses rote Blinklicht da vor uns. Wir haben gerade durch irgendwas Schaden bekommen.
Mir fliegt das Zeug aber auch ziemlich quer. So, ich senke noch einmal ab. Und dann lassen wir das, was wir da hochholen, mal am Köder kleben. Um zu gucken, ob es sich da länger hält. Eher ein Stück höher. Haben wir da drüben. Ja, das Problem ist aber genau dieses. Das habe ich mir gedacht, dass wir jetzt permanent dieses Geräusch hier haben. Ich will nur mal gucken, ob ich hier unten irgendwas abbauen kann. Nee, das sah mir nämlich so aus, als ob ich da was abbauen könnte. Ah, doch, anheben, okay. Mal gucken, dann müsste er ja still sein, ne? So, da haben wir jetzt eine normale Staubmotte gefunden. Wir lassen die mal kleben. Und landen mal hier unten. So. Oh, jetzt macht die da aber die ganze Zeit Geräusche. Und bewegt sich. Ach, das ist doch auch nichts. Nee, das mag ich nicht. Ich mag das Tierchen da nicht quälen. So. Was können wir denn eigentlich noch erforschen? Die Klebezettel. Zweimal Glas, einmal Plastikmüll. Zweimal Glas. Ach so geht das genau. Einmal Plastikmüll. So, dann erforschen wir nämlich den Klebezettel schon mal. Was wir haben, haben wir. Und wir sind auch genau auf Kurs eigentlich. Aber ich glaube, da brauchen wir... Brauchen wir noch ein höheres Modul, oder? Diese grünen Lichter erscheinen mir sehr hoch. Na, wir schauen mal. Wenn ich muss mal wieder zurück und nochmal. Und nochmal ein Ding hinten dran bauen. Extraktor, brauchen wir einen Energiekristall? Haben wir noch nicht. Fürs Messer brauchen wir Polymer. Haben wir noch nicht. Biomasse, Kraftstoff, Biomasse haben wir auch noch nicht. Kreuzblumen hätten wir, aber Hummer-Chili haben wir auch noch nicht. Helium-Kraftstoff könnten wir erforschen. Das machen wir noch. So, dann haben wir nämlich alles erforscht, was mir zurzeit möglich ist. Ach, Hunger, Durst. Ich esse mal hiervon ein. Oh, sehr viel gibt es aber nicht. Na, dann essen wir noch eine. So. Das eine mache ich jetzt mal weg, weil wir haben hinten, glaube ich, auch noch Schmutzwasser drin. Hier. Das ist jetzt leer, benötigt Kondensator. Hatte ich ja zufällig noch einen hier. Ach Quatsch. Oha, wir müssen auch wieder Kraftstoff herstellen.
Und irgendwas hat auch eine neue Batterie benötigt. Ich glaube, das Gerät, ne? Oha, Batterien brauchen wir halt auch. Deswegen müssen wir grundsätzlich immer. Deswegen müssen wir grundsätzlich immer überall stehen bleiben. Es hat sonst keinen Sinn. Kraftstoff brauchen wir. Printing completed. Nochmal. Printing completed. Oh. Dann füllen wir mal unsere Triebwerke erst wieder auf. Für Heliumkraftstoff und sowas haben wir noch zu wenig Helium. Das Problem ist halt, dass wir diese Synthetikressource ja unendlich zur Verfügung haben durch den Kram, der hier rumfliegt. Deswegen ist mir erstmal lieber, dass wir ausschließlich mit dem Synthetik durch die Gegend ömmeln. So, das Wasser ist fertig. Die habe ich nicht gekocht. So, jetzt haben wir nämlich hier zwei volle Kanister Wasser. Gut. Schlafen müssen wir bald. Hier haben wir wieder einen Plastikmüll. Gerade mal gucken. Können wir von hier aus schon irgendwas uns schnappen? Sobald wir auch nur einen kleinen Zipfel davon kriegen können, können wir das einsammeln. Das finde ich echt gut. Das finde ich gut. Und wir haben wieder Glas. Glas ist somit im Moment noch die seltenste Ressource. Neben Kupfer. Den Synthetikgram. Haben wir hier noch drin. Gut. Die Staubmatte lassen wir jetzt mal da drin liegen. Ah, hier haben wir noch so einen Kanister. Müssen wir mal gucken, ob wir den noch weggesaugt kriegen. Ich glaube, der liegt jetzt unglücklich hinter dem Müll. Ja. Guter. Oh, ich gehe heute hier so unvorsichtig entlang. Was ist denn los heute mit mir? Ich nehme die mal, aber ja. Esse sie noch nicht. Ich glaube, hier haben wir auch noch. Die Wand können wir auch noch wegmachen. Hatten wir nicht das letzte Mal irgend so ein Tool? Das können wir noch nicht bauen, oder? Dass wir das in die Hand nehmen können, diesen Handextraktor. Fällt mir gerade so ein, das wäre für sowas halt wirklich optimal. Klebezettel drauf, kann ein beliebiger Text verfasst werden, hilft dabei, das Luftschiff in Ordnung zu halten. Ah, ja. Standard, da haben wir dies, das, Maschinenteile. Hier, Scanner, Flicken. Aber wir hatten doch irgendwo Luftschiffbauer. Ne, wenn, dann wäre das hier bei. Hatten wir nicht. Doch hier. Ach, das ist der Extraktor. Genau, für den brauchen wir die Kristalle. Schade. Ja, dann kriegen wir das ja noch.
Ich muss von unten rein, okay. Zum Hochklettern. Sonst kommen wir nicht hier in das Mittelstück. Hallo? Oh, falsch rum. So, hier haben wir nochmal Plastikmüll. Schmutzwasser habe ich gerade keine Flasche leer. Aber Wasser ist, glaube ich, gerade im Moment nicht mehr unser Problem. Eine neue Batterie. Die ist wichtig. Sonst haben wir hier oben nichts mehr. Kein Plastik mehr, kein Loot mehr, nö. So, dann gehen wir wieder runter. Nochmal runter. Uhu. Ja, wir schlafen ja dann auch gleich. Wir sind gerade relativ müde. Oh, das kann man auch scannen. Erst mal so ein bisschen hier durchgucken, weil ich finde immer wieder irgendwas, was ich noch scannen kann. Ey. Das ist faszinierend. Immer diese Flicken. Luftschiffbauer, Cockpit. Ah, Cockpit. Wir haben ein anderes Cockpit gelernt. Cool. Also Flicken kriegt man reichlich, ne? Die muss man eigentlich gar nicht bauen. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen arg vorsichtig unterwegs, weil wir ja kaum Flicken benötigen, obwohl, naja, das eine Mal. Eine Mal haben wir Flicken gebraucht, ganz gut, ne? So, da haben wir den Extraktor, also hier vorne und da oben wäre noch etwas zu extrahieren. Oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin da durchgefallen bei den Blättern. Geschafft. Oh, ja, er war jetzt auch ein bisschen gestresst. Das wäre ich, glaube ich, auch, wenn das in echt wäre. So. Ich versuche nochmal. Wir gehen den sicheren Weg, um durch Luftschiff zu kommen. Die Frage ist halt, sollen wir uns eine zweite Turbine hinten dran bauen? Aber dann brauchen wir wahrscheinlich auch mehr Triebwerke, ne? Weil wir dann beim Gewicht sind, denke ich mal. 465. Hier haben wir ein kleines Cockpit, großes Cockpit. Die Frage ist nur, wofür noch ein Cockpit? Also wir haben ja schon eins. Wir können ja nicht mehrere Luftschiffe haben, oder? Oder dass wir unten drunter noch eins bauen können oder oben drüber, I don't know. Ich würde hier eher in die Breite bauen. Aber ist nur meine Meinung. Ach so, die Turbine müssen wir hier drin bauen. Brauchen wir noch ein elektrisches Element?
So, und dann schauen wir nämlich mal. Weil ich bin an sich mit der Größe von dem Gerät erstmal zufrieden. Das ist eine fette Staubmatte, die hält noch 2 Tage. Das ist eine normale. Die hält noch 1 Tag, 23 Stunden. Konnten wir nicht auch oh, diese ganzen Flicken. Printing completed. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. Ja, wir müssen erstmal schlafen, ne? Ja, die Folge ist auch rum. Dann würde ich sagen, ich schlafe eine Runde und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns übermorgen. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.